Moin Leute, schön, dass ihr bei euch 70s auch wieder mit dabei seid. Ich habe hier so gut wie jetzt auch alles weggeräumt, das sind unsere normalen Getränke, die behalten wir auch. Ansonsten haben wir ein paar Stühlchen, die wichtig sind. Ich weiß zwar nicht wofür, ich habe keine Ahnung wofür ich sie brauche, aber ich will sie haben. Sehr schön, das Geld packen wir auch mit rein, im Fahrrad haben wir genug. Sehr schön, guck mal, haben sich ja schon ein paar Stühlchen angesammelt, ne? Blümchen haben wir auch schon 74. Jetzt will ich nur einmal kurz gucken nach dem Essen. Hier siehst du, die 10 können wir auch mitnehmen. Wunderbar. Inzwischen. Stimmt. Halt, bevor wir jetzt losgehen. Hier will ich ganz kurz die Mods runternehmen. Verändern. Hier, den runter, den runter, den runter. Abschließen. Wir nehmen natürlich jetzt das schöne Sturmgewehr. So, da kommt der rauf, der rauf, der rauf. Könnten wir sogar noch eine Mod? Ich guck gleich mal. Wunderbar. Den laden wir nach, mein Freund. Auf jeden Fall besser. Definitiv. Als das selbstgebaute Dudelding. Das werden wir verkaufen. Können wir nochmal Muni aufrüsten? Passt alles? Einmal kurz beim Mods reingucken. Haben wir noch irgendwas dafür? Laservisier will ich eher weniger. Lame-Sie-Mod? 20% Chance, ein zweibeiniges Ziel zu lamen. Ist natürlich nicht verkehrt, ne? Aber warte mal. Ich möchte ehrlich gesagt viel lieber sowas drin haben. Sehr schön. Guide auch. Wunderbar. Dadurch macht das Ding nochmal gut mehr Schaden. Dann müssen wir nochmal nachladen. Sehr schön. Wir wollen jetzt gleich erstmal zum Endrap. Ich muss nur einmal kurz... Fahrrad steht da. Ins Fahrrad gucken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt leer gemacht habe. Ich hoffe es aber. Ja, das so gut wie leer kommt, ist sogar schon zu viel Geld drin. Dann nehmen wir raus. Pack rein in die Bude. Und dann geht's erste Mal zum Airdrop. Ich vergesse die sonst. Wir haben in der A20 so viele Airdrops gegessen und das möchte ich nicht mehr. Oh, der kann da rauf und das Geld geht drin. Der geht im Verkauf. So, wir finden irgendwo neben Airdrop. Also bräuchte ich da jetzt nichts einpacken. Denk ich mal. Wir fahren jetzt erstmal hin. So, den gute Airdrop, den hatte ich markiert. Wird zwar mittlerweile nicht mehr angezeigt, aber da. Genau dessen habe ich markiert. Zwischenzeitlich war ich mich kurz vors Essen, also zwischen der letzten Folge und dieser hier, und war ich ausgelockt und den, wenn die ja nicht mehr angezeugt. Das ist nicht schlimm, das geht die Richtung Dingsbums da. Alles klar. Siehst du mal, ging noch ganz kurz schnell. Hier ist das Schmuckstück und wie es aussieht, sogar direkt am Kartenrand. Zum Glück nicht komplett im Kartenrand. Was haben wir hier? Auf jeden Fall Bücher, Nahkampf-Mods-Paket, einen guten Penner, einen Topfen Kaffee und Müll. Gut, keine Muni drin, aber gibt Schlimmeres. Gucken wir erstmal in die Bücher. Ah, Knibbel zweimal. Immer gut, immer gut. Zweimal Erntewerkzeuge und zweimal Rüstung. Und hier... Schaufel, beschwerter Kopf, Klingmord. Was denn nun schon wieder? Nicht mal in Ruhe hier Bücher lesen kann man, oder was? Wo bist du? Ich höre dich doch. Do, hallo, mein Freund. Hier, Knüppel auf dem Kopf. Nee, nee, nee. So, wann haben wir den in der Schaufel drin? Ja, Schaufel ist bloß gleich beschädigt. Sollte ich mal reparieren? Das Ding haben wir schon drin, ne? Ja. Oh, weißt du was? Wir machen hier, ne? Hier sind schon zwei drin. Hier. Schaden kannst du was nicht. Beschwerter Kopfmod rein. Hauen wir den noch mit drin. Geht nicht? Okay. Schadet nicht. Macht sie auf jeden Fall mehr Schaden. Okay, den fahren wir jetzt zur Quest. Das schadet auf jeden Fall auch nicht. Ab aus Fahrrad und die Quest ist... Halt, ich will vorher noch eine Sache nachgucken. Steig mal kurz ab, bevor wir ins Wasser rollen. Nein! Mein Fehler. Erstmal will ich die Markierung wegmachen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier. Erfrobt, löschen, weg. Sehr schön. Und den wollte ich kurz googeln. Hier hinten wo den Büchern. Aber so langsam, aber sicher brauchen wir ja mal den Zementmischer. Ne? Das wird echt mal zu heute. Orbitstation. Ab 30. Okay. Ja. Das ist nicht gut. Aber wir schalten zumindest demnächst mal, wenn wir noch ein Buch finden, den Amboss frei. Das mit dem Zementmischer, ich habe da glaube ich auch einfach nur Pech mit den Büchern. Zieht sich ein bisschen. Trotzdem geht es jetzt erstmal zur Quest.
So, das ist diesmal zwar keine befallene Quest, aber trotzdem sollten wir aufpassen. Eine 4 ist es immer noch. Könnte natürlich ungemütlich werden, wenn wir hier wie ein Irrer reinrennen. Nacht haben wir inzwischen auch. Dann können wir hier loslegen. Oh, Briefkasten finden wir hier, glaube ich, nicht. Nö. Gut, Besuch ist auch da. Mach nix. Dann stalken wir die gute Quest. Das ist der schönere Säuglinghof hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Schätze, wie zum Beispiel wertvolles Gammelfleisch, eine wildgewordene Wege. Bitte. Nimm den lecker Stuhl mit. Hör dich hier jede Menge Müll. Na gut, von Minen brauchen wir jetzt auch keine Angst mehr haben. Wir haben ja mittlerweile das Buch, ne? Dass wir da ruhigen Gewissens rauflatschen können. Der ist verschlossen. Wir gehen sofort drin. Komm, eine Eile. Wir haben Zeit. Und wir hier ja auch den Müll und das mitnehmen. Könnt ja. Naja, könnte. Muss nicht, aber könnte ja was Brauchbares drin sein, ne? Gehört das auch noch dazu? Sieht fast so aus. Okay. So. Gut, gehen wir erstmal rein. Zum Glück ist es nicht mehr ganz so dunkel. Dank Helmlichtmod. Könnte heller sein. Geht aber. Und hier drin tanzt doch bestimmt die Luzi, oder? Wer weiß, wo hier überall die Zombies sind. Wollen ein bisschen aufpassen. Da sehe ich zum Beispiel schon mal zwei. Aber besser gesagt, ich sehe die Punkte, wo die Zombies sind. Weiß ich gerade nicht. Ich sehe ihn nicht, aber hier muss er irgendwo sein. Ist er das? Ich bin mir da nicht so sicher. Nö. Ist ein Stein. So, Lichter. Okay. Schön im Loch. Da sind die Nixen. Na, Jungs? Warte, bis du dran bist, ja? Und du auch nochmal. Es ist sehr schön, dass wir ein Level haben. Sind die auch noch Geier? Okay. Noch einer. Immer diese Banausen in der Luft. Zumindest diesmal zum Glück keine Infizierung. Muss doch nicht sein. Ich weiß nicht, wo der andere gelandet ist. Hier irgendwo, ne? Geht in Ordnung. Dadurch, dass es hier so groß ist, ist es natürlich schwierig, hier genug Licht zu beschaffen. Was ich noch gar nicht bekommen hätte, die hätte ich wirklich sehr gerne, die Feuermod für den Knüppel. Aber kommt schon noch. Erstmal Bücher, die gehen vor. Schrotflinten. Wir haben die Doppelläufige freigeschaltet und Erntewerkzeuge nochmal. Und der kleine Durst für zwischendurch. Hier haben wir den Weg. Wunderbar. So, ist hier sonst noch irgendwas? Ne? Ja gut, hier liegt noch ein bisschen Plastik. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ich habe gerade Angst. Ich weiß, dass wir da rein müssen. Dass ich hier irgendwas übersehe. Das ist hier so weitläufig. Diese Bodenplatten. Mal guck mal, runter geht's hier ja auch noch. Da ist der kleine Hunger. Da haben wir uns einen guten Penner-Eintopf drin. So, bevor ich da jetzt hochgehe, gucke ich auch mal hier. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Vielleicht irgendwie ein Halbi im Rohr oder so? Ah, wäre ein bisschen eng, ne? Aber Halbi weiß man nicht. Der kann sich ganz klein machen. Der ist wie eine Katze. So, hier hätten wir auch nichts weiter. Nee, gut, den gehen wir rein. Der gute Recyclinghof. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wenn es den in der A20 schon gab, dann habe ich ihn nie gesehen. Mir ist einfach zu neu. So, Kollege. Da ist Kollege Klappstuhl. Okay. So, hier durchlaufen ist alles andere als gesund. Das können wir bestimmt ausschalten. Oder? Okay. Beide? Immer noch nicht. Da ist noch ein dritter. Okay. Jetzt. Da muss man ja erstmal den richtigen finden, ne? So, hier sind auf jeden Fall Kollegen. Jo, die Burning Männer. Hallöchen. Euch haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Hier ist verschlossen. Hier hinter ist auch meine Tasche. Okay, da kommen wir aber schon noch hin. Immer mit der Ruhe.
Müll muss mit. Danke. Ist hier denn was, Jungs? Hundi! Seh dich doch mal, du Kritönkviech-Mensch. So, erstmal du. Er will auch. Und der Kollege will es recht. Alle tot? Sogar der Ferale? Nö, oder? Doch. Du Glubschauge-Mensch. So, ist nix. Okay, Hunde nehmen wir auf jeden Fall auseinander. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt mit dem Knüppel, dessen habe ich es probiert, den Hundi mit einem Schlag töten kann. Da brauche ich wohl bessere Knüppel. Okay, hier geht es ja auch in sämtliche Richtung, ne? Wahrscheinlich muss ich hier gleich weiter. Ist da was drin? Mö? Okay, bevor ich hier gleich weitergehe. Okay, wir haben schon die Kollegen aufgeweckt. Oder? Na, Kollegas, du bist der Erste. Hier sind aber noch welche. Ja. Komm, meine Freunde, kommt. Hier gibt's Stahl für euch. Oh, der Kollege da ist anscheinend noch gar nicht aufgewacht. Aber eins nach dem anderen. Ich will erstmal gucken, was hier ist. Jetzt ist der Kollege aufgewacht, ne? Na, wer kommt da? Ach, nochmal so ein Bob. Okay. Die Tür ist auch zu. Hier ist nichts weiter. Aber die Schränke, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sag mal, Bob. Kann nicht so schwer sein. Was ist denn da los bei dir? Bobby, Bobby, Bobby. Hier, genau, da. Und Mama. So, ich will Schränke looten, Mensch. Ah, komm, wenn du mir Axt. Geht die schneller? Kommt sowieso dasselbe raus? So, den hätten wir hier. Ein bisschen Fladulinzenbrot und boah, ja gut. Kartoffki und Kaffee, was wahrscheinlich wieder rausfliegt. Aber eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir erstmal hier. Hier können wir zumindest nichts drücken. Da müssen wir schon nicht gleich durch. Lass mich aber erstmal hier gucken. Ist da was drin? Nein. Da ist noch Müll drin. Okay. Auf der anderen Säule waren wir schon. Die ist auch verschlossen. Die ist auch zu. Na, wo sind die? Die sind hier so gut versteckt, die Zombies. Hätte sagen können, dass es wegbricht, ne? Okay, auf jeden Fall war es der Triggerpunkt. Alles klar. So, damit sie mir nicht von der Säule überfallen. Die Herrschaften brauchen Weiche. Jo. Und die Schlaußen sind sie auch nicht, wie wir sehen. Nun kommt an, Mensch. Ihr Klappstühle. Das sind eh nicht die Schlaußen. Drum, Mensch. Man kann da vorbeigehen. Du, Lady. Du kriegst eine Sonderbehandlung. Wenn ich treffe. Wie ich ja schon sagte, ich bin nicht oft mit der Magnum unterwegs. So muss man ein bisschen mit üben. Zumindest was die Treffsicherheit betrifft. Oh yeah. Das hört sich nach Fetthärchen an. Oder Alenchen. Eine von beiden auf jeden Fall. Agugema. Mal. Fertigung von Sperren. Sehr schön. Steinsperr Quali 5. Sind die hier hinter oder was? Da klopfe ich mich jetzt aber nicht durch. Wie scheulich muss ich hier hoch? Guck mal, hier ist noch Müll drin. Mit wertvollem Kleber, das haben wir eh selten. Überlostet sind wir auch. Boah, der mal hier, der Stein kann raus, der passt halt wieder. Ich wollte hier hoch. Hier sind doch bestimmt noch ein paar Herrschaften. Garantiert. Oh, sehr schön. Rüstung. Ah, Stoffrüstung Quali 5 und hier Sturmgewehre. Selbstgebautes Maschinengewehr Quali 5. Brauchen wir nicht mehr. Pilze und ein bisschen Bläu. Haben wir hier noch was drin? Nee.
Okay. So, was haben wir hier denn so Schönes? Hier sind doch bestimmt Freunde drin, oder? Ja. Dann komm her, Lady. Die Ärzte. In feraler Form. Okay. Leg dich. Hier aus der Wand kommen sie gebrochen. Okay, ich nehme mal noch ein Sporttäschchen mit. Ne, das brauchst du eh nicht mehr. Mit einem Knochen. Ich habe keine Ahnung, was ich da aktiviert habe mit dem Schalter, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber das soll uns jetzt auch nicht stören. Wir müssen wahrscheinlich hier rüber. Jo, da unten waren wir ja schon. Interessanter Weg, wenn man das mal so sagen darf. Hier ist auf jeden Fall der Hannes nochmal am Start. Sehr interessanter Weg. So, wurde mal der Stukon weg. Wenn man nur noch mit einem überlastet. Ihr wollt euch doch wohl nicht von hinten. Natürlich wollen die von hinten. Sag mal, bist du doof? Der bricht hinter mir runter, hätte mich so von hinten umnocken können und läuft weg. Naja, Zombies halt, ne? Zombies halt. Oh, warte mal, die können wir, glaube ich, lehnen. Akzeptieren. Ja, warte mal, ich will auch nicht meine ganzen Dosen jetzt hier. Den raus, die können wir zerlegen. Da eine Papierkanne raus. Schon besser. So, wir müssen vermutlich ins Örtchen. Jemand noch hier? Würde mich nicht wundern. Ganz ehrlich so? Doch nicht? Okay. Die ist verschlossen. Die ist offen. Siehst du mal? Ich will hier ungern, ehrlich gesagt, die Zombies aufwecken. Ich kann mich hier drin kaum bewegen. Könnte hier etwas eng werden, ne? Schon wach, ne? Spinny! Okay, das war mal ein schöner Treffer. Spinny zappelt ja sogar noch vor Freude über diesen Triumph. Chris noch ein. Vor allem, Spinny, wo hast du hier Wie pinkeln die Leute hier? Ich meine, hier sind die Urinatkabinen, aber wo sind die Urinat? Oder wer trifft welche Kachel oder was? Igitt. Hier, 5er Feuerwehr-Axt brauchen wir auch nicht, aber die können wir verkaufen. Komm, immer mit der Ruhe. Warte, bis du dran bist. Das Vehikel auch nochmal. Vor allem, was machen Tom Vehikel zusammen in derselben Umkleide? Na, 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 ihr schweren Nöder. Das ist Plastik. So, warte mal, bevor wir jetzt hier noch überfallen werden, lass mich doch mal. Danke. Hier oben sieht man besser. Mehr scheint hier aber auch nicht zu sein. Nö. 2034. Hier ist doch bestimmt noch jemand. Da bin ich mir sicher. Nicht? Hätte ich jetzt damit gerechnet, dass hier noch jemand ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, warte, ich muss noch Platz schaffen. Der raus. Der kann raus. Dass mich zumindest bewegen kann. Ich brauche auch keine Schockstabteile. So, die Tür ist zu. Wir müssen bestimmt hier rein, ne? Jo. Gut, mach auf. Ja, 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 ja. Sag mal, so schwer kann es doch nicht sein. Kommt hierher, Mensch. Du bist der Erste. Ich mach die Tür zu, um mich zu schützen und hau sie selbst kaputt. Ja, das ist phänomenal. Was ist daran denn jetzt so schwer, hier einmal rumzukommen? Nee, nee, nee. Wo ist er doch? So, die kommt mit. Ich muss mich hier doch einmal umgucken. Das hier ist auf jeden Fall die Büroetage. Tüpfchen. Wunderbar. Ein schönes Buch. Erntewerkzeuge. Mechanische Werkzeuge. Quali 3. Wir können schon ein Dreierbohrer bauen. Wir brauchen unbedingt ein Crucible für Stahl. Und wir müssen Benzin herstellen können. Wir brauchen die Benzin herstellen. Das Papier.
Das braucht man wirklich kein Mensch. Stuhl muss mit. Und hier, Sturmgewehr immer wieder. Jetzt haben wir die AK freigeschaltet aus Stufe 1. Gut, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ein bisschen trübes Wasser. Und Düschen in Ehren. Und hier, Flatulenzenbrot, das Korn weg. Das Korn kommt mit. Blueberries brauchen wir später für Antibiotika. Wir haben kein Geld dabei. Knochen findest du auch überall, ne? Chrysanthene, wenn ich mal ganz ehrlich bin, würde ich die Chrysanthene gerne mitnehmen. Aber mal können wir uns ein bisschen roten Tee machen. Aber hier, schmeiß mal raus. Erstmal, passt besser. Den hatten wir. Und hier unten haben wir auch alle, ne? Jo. Das Plastik, da nehmen wir mit. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Sehr schön. Der geht auch. Wir nehmen natürlich das Blümchen mit. Viel Schlossen. Hier war Captain Klappstuhl. Jo. Die, hier müssen wir wahrscheinlich gleich runter. Ich würde es aber nicht wundern, wenn hier im Klo auch noch jemand sitzt, oder? Nicht? Okay. Oh, warte mal, die Rohre brauchen wir nun wirklich nicht mehr mit uns rumschleppen. Die Zeiten sind vorbei jetzt. Nimm mit. Hier nochmal. Nimm ebenfalls mit. Hier ist auch nichts. Hier noch was drin. Mein. Wieso leuchtet das hier so grün? Okay. Ich muss Platz schaffen. Hier ist der Hauptloot. Das Haus hier ist Dekoligali. Der kam raus. Federn haben wir auch erstmal genug. Den kannst du mal essen. Also ich muss mich bewegen können. Der kam raus. Und die vier Papier kommen raus. Das ist sehr schön. Also von draußen klopft sich auch gerade was rein. Aber erstmal muss ich wissen, wo hier die Herrschaften sind. Sehen tue ich nämlich keinen. Ja. Jo, er rotzt hier, glaube ich, alles kaputt. Oh, Jungs, ihr werdet sowas von. Ich habe ein Sturmgewehr. Spinny, misch dich doch nicht ein, ja? So, und die Ärztin, wir sind ja ein Gentleman, kriegt den letzten Schlag. Sehr schön. Und meine Vorräte müssen hier auch irgendwo sein. Wie viel Muni habe ich jetzt verballert? Zu viel. Gut, gut. Haarblut werden wir da. Unsere Tasche muss hier auch irgendwo sein. Hat doch eigentlich jetzt sehr gut geklappt, ne? Voll diese Recyclingblöcke hier. So, warte mal. Hier ist das Tischchen. Sehr schön. Das muss auf jeden Fall mit. Wer ist fertig? Das sind Träumchen. Den gucken wir erstmal durch. Verbundskosten kommen mit. Plastik haben wir eh. Und medizinische Handwerksfähigkeit. Wunderprächtig. Mich würde ja mal interessieren. Na, kommt Eisen raus. Okay. 25 Eisen. Was da rauskommt, wollte ich gerade sagen. Oh, Money, Money. Money Herstellung. Brauche ich nicht. Dich kümmern wir uns gleich darum, mein Freund. Jetzt kommen erstmal die hier dran. Das sein muss, muss sein. Für elektrische Handwerksfähigkeit. Ein Träumchen. Robotik. Müll. Robotik Hammer. Qualität 2. Eine gute Bamfi. Haben wir aber auch schon auf 4, glaube ich. Elektrische Handwerksfähigkeiten. Und nochmal Fallen. Und nochmal Müll. Und hier. Haben wir auch nochmal Anti-Werkzeuge. Und das muss mit. Benzin kann ich beim besten Willen nicht hier lassen. Hier, schmeiß die Schockstabteile raus. So, bevor wir uns jetzt um die Kiste hier kümmern, habe ich sonst noch hier irgendwas liegen gelassen? Ich hoffe nicht. Sieht auch nicht danach aus. Manchmal liegt ja noch so Muni rum oder so. Aber ich glaube, das haben wir, ne? Waren wir da oben? Ich glaube nicht. Da werde ich gleich nochmal gucken. Gucken wir erstmal. Wir haben 10 Lockpicks. Komm, das wird doch klappen, oder? Mal sehen, mal sehen.
Bitte, bitte, bitte. Du weißt, Schlag im Nacken hilft sonst, ne? Na? Okay, einmal noch. Ansonsten gibt's Schlag im Nacken. Nochmal? Getor, Seitor, Schlag im Nacken hilft. Muni, Muni, die müssen aber auch mit. Wir wollen schließlich irgendwann ein Fünfer oder noch besser ein Sechser. Gut, der eine Tier fehlt, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. So, davon kannst du mal einen nehmen, mein Freund. Aufgrund der... Ja, sind wir nämlich fast los. Den werden wir jetzt leider schreddern. Ja, okay. Einmal Erntewerkzeuge. Das wird jetzt eng. Okay, warte mal. Nimm mal kurz die drei Sachen raus. Wir nehmen einmal kurz die Schatzkarte raus. Die können wir nämlich lernen. Sehr schön. Da muss ich einmal kurz gucken, ob ich den noch irgendwo reinmachen kann. Zum Beispiel hier. Das müsste gehen. Ja. Wunderbar. Und die Sachen nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Und jetzt die Säure muss mit. Um 5 Nitrat sind auch nicht die Welt. Das können wir definitiv. Und das Geld. Habe ich Messing einstecken? Ja, mache ich zum Messing. Wunderbar. Denn wenn wir jetzt trotzdem einmal... Ich möchte ja wieder alles abschicken, ne? Okay. Einmal hier oben gucken. Hier wo... Waren wir hier? Nee, ne? Sieh mal an. Wenn das jetzt eine Nachtquest wäre, wäre hier der Generator. Aber hier ist noch Kiste. Mit Rohren. Gut, die können wir zerlegen. Hier gehen wir nochmal reingucken. Hier ist auch nochmal ein Buch und ein Amboss. Erntewerkzeuge. Der Amboss muss mit. Den haben wir noch nicht frei. Den brauchen wir. Den Amboss, Amboss, Amboss. Da muss leider eine Mechanike toll da weichen. Ja, gut, das können wir auch selber herstellen. Dort lassen wir mal drin. Irgendwie kloppen die Nachbarn auch gerade die Türen kaputt. So, die kriegen wir nicht auf. Ich würde aber gerne hier oben nochmal gucken. Ob wir hier noch was Interessantes haben. Zumindest haben wir hier eine Tür, ein paar Server, Schreibtisch, Stuhl, den wir nicht mehr mitkriegen. Okay, das hier ist kein Weltuntergang. Nö. So, Frischluft haben wir auch. Was haben wir hier? Ja. Sag mal, dort, guck mal, wo jetzt nicht so schwer sein, mein Freund. Jetzt. Soll das hier der Ausgang darstellen? Kann das sein? Und da waren wir ja schon drin. Jo. Hier waren wir definitiv drin. Das soll auf jeden Fall den Ausgang darstellen, wie es aussieht. Jo, hier ist unser Vorrat. Aber hier kommen wir noch nie im Leben runter, ohne uns die Knochen zu brechen. Das bezweifle ich mal sehr stark. Aber guck mal hier. Gut, dass wir nochmal auf dem Dach geguckt haben, ne? So, Schießpulver muss mit. Dafür kommen wir nicht dran vorbei. Ja, ich will aber auch nicht den ganzen Stoff rausschmeißen. Trübes Wasser ist recht nicht, Kleber auch nicht. Ess die ohne Chili-Dose. So, aber wie komme ich hier jetzt runter? Das ist eine berechtigte Frage. Ich breche mir doch die Knochen. Warte mal, die Treppe da, die sieht nach Ausgang aus. Komme ich hier rüber? Bestimmt, ne? Hui! Ja. Was ist das für eine Treppe, Mensch? Kriegt man ja halb in den Herzinfarkt in alten Tagen. Ja, gut, ehrlich gesagt, lohnt sich das jetzt nicht wirklich, eine Spritze zu nehmen. Ist hier noch was? Glaube ich aber nicht, ne? Möp. Okay, aber was ich auch noch nach Google gehen muss, ihr habt ja auch geschrieben, da sind wir wieder bei einem guten Thema. Das wusste ich nicht, das wusste ich echt nicht, weil das war eine Art 20 nicht so. Bei jedem Händler gibt es wohl einen Geheimraum, wo es was zum Looten gibt. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt bei unserem Recti ist, aber da werden wir gucken. Unser Fahrrad muss hier ja auch irgendwo liegen, ne? Oder ist das auf der anderen Seite? Wo ist dort zeigt er das Fahrrad an, okay. Wollen wir raus? Ah gut, können wir uns da rausknüppeln, ne?
Du Gimmer, wer da rumstiefelt? Jetzt stiefelt sie nicht mehr. Angelassen hast aber nichts, ne? Nö. So, unser Vorrat liegt auf jeden Fall hier. Gut, die Bude haben wir auch durch. So groß ist der Recyclinghof gar nicht, wie der auf den ersten Blick aussieht. Kriegen wir hier noch irgendwas reingeladen? So, den können wir verkaufen. Den packen wir mal da oben mit hin. Das kann rein, das kann rein, das nicht. Der Amboss kommt auf jeden Fall rein. Das und das ist sehr schön. Wo ich mich auf jeden Fall, wann du mal VH bin. Den Erdrop haben wir ja schon geholt. Da habe ich gerade durcheinander. Handelsrouten öffnen. Jo, wir haben mittlerweile hier 2 Schatzkarten, ne? Boah. Zumindest die, die in der Nähe ist. Die können wir schon mal holen. Die nehmen wir auch definitiv noch mit. Sonst werden es wieder zu viele. Nein. Lass mich doch mal durch. Wie gesagt, Händler hat noch nicht auf. Da haben wir noch Zeug. Aber wir wollen ja nur nicht unnötig rumstehen. Wir fahren zur Schatzkarte und gucken, was wir da kriegen. Hier ist das gute Stück. Und gleich Besuch von dem guten Krausi. Du weißt, mein Freund, Ordnung muss sein. Das heißt, du musst von der Welt verschwinden. Bitte. So, ich denke mal, den Schatz werden wir mitkriegen. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Nehmen wir unsere 3er Luxuseisenschaufel und graben hier ein Röntchen durch die Gegend. Gib mir her, dann heiß begehrten Inhalt. Und, jo, das können wir gleich mit verkaufen. Muni ist immer gut. Das machen wir gleich zu Blei. Ah, den können wir auch verkaufen. Nimm mit. 2 sogar davon. Das kommt mit und, okay, einen muss ich zerschreddern. Definitiv, weil die müssen mit. Sehr schön. So, wo ist unser Ford? Da. Ach, der Krause rennt da auch schon wieder rum. Aber das passt ja auch. Leben brauchten wir eh. Denen ist das alles kein Problem. Händler macht jetzt auch in 25 Minuten auf. Kriegen wir irgendwas drin? Jo. Den. Ach, mein Freund. Du willst unbedingt sterben, ne? Du willst unbedingt sterben, ne? Bitte. Deine Kollegen auch gleich mit. Ist das hier ein Mini-Wanderhörtchen, das hier spazieren läuft, oder was? Das ist ein Wanderhörtchen. Ein cleanes zumindest. So, ist hier vielleicht noch ein Ei drin? Nö. Okay, dann würde ich sagen, schwingen wir uns aufs Fahrrad. Unser Händler macht eh gleich auf, denn hat das doch zeitlich jetzt perfekt gepasst. Den muss ich jetzt nur noch einmal kurz... Nein. Fahr nicht ins Loch. Steig einmal kurz wieder ab. Einmal die Quäschen einstellen, sonst finden wir ihn nicht wieder. Nee, auch nicht in die Konsole. So. Jetzt aber ab zum Händler, können wir gleich abgeben. Ja, da kannst du auch gegenfahren, mein Freund. Am guten Recti sind wir angekommen. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Ein bisschen Platz haben wir. Wir kriegen aber auch nicht mehr wirklich was ins Fahrrad, glaube ich. Oder? Ah, eine Sache zumindest. So, weil ihr ja suchtet. Es gibt bei jedem Händler einen Geheimraum. Das ist vermutlich bei Recti, bin ich mir ziemlich sicher, oben. Aber wie soll man da hinkommen? Oder ist es der hier? Ich meine, die hatte ich ja durchgelootet. Glaube ich aber nicht. Das wäre ja kein Geheimraum. Das wäre ja viel zu einfach, da hinzukommen, ne? Da muss es ja bei Recti irgendeine Möglichkeit geben, hochzukommen, ne? Hier übers Fenster oder so? Nee, ne? Nein, hier kommt man jeweils nicht hoch. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Vielleicht von innen irgendwie oder so? Ich gucke nochmal auf der Seite.
Oder hier vielleicht über den... Nee. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da oben was drin hat. Aber... Nee, nee, so kommt man hier definitiv nicht hoch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht von innen? Gucken wir gleich mal. Aber ich meine, ich habe hier auch alles durchgeforstet. Erstmal. Stahl, Vitamine, Magnum-Muni könnten wir auch gebrauchen, ehrlich gesagt. Eisenbrechermord, Stallknüppel, Stufe 4. Den nehmen wir. Reddy, das ist jetzt zum dritten Mal in Folge, dass du mein Best Friend bist. Alle anderen Händler können einpacken, mein Freund. Sehr schön. Die anderen sind einfach nur wertloser Schund. Du bist der Gute hier. So, abholen, beseitige. Wo sind denn die schön Besessenen? Naja, gut. Was haben wir hier? Rent a car? Autovermietung? Aber trotzdem, ich will jetzt einmal... Hier? Das habe ich aber nicht gesehen beim ersten Mal. Ist das das hier vielleicht? Sieht zumindest aus wie seine kleine Schaf... Schlafkuh, nicht Schafkuh. Ja gut, Schafe sieht er wahrscheinlich auch im Schlaf. Ist jetzt auch nicht der Brüller hier oben, aber... Vielleicht ist das damit gemeint. Ich weiß es nicht. Ansonsten sehe ich aber auch nichts. Da oben ist nichts vor der. Hinter seinem Tresen kommen wir ja nicht. Hier ist nur so ein LKW. Und hier kommen wir hier wieder hin. Alles klar. Wie gesagt, wenn ich das übersehen habe, wenn das hier doch wirklich... Kann ja auch sein, dass man wirklich da hochkommt. Bin mir da aber nicht sicher. Könnt ihr mir das gerne mal räumen? Aber das war bestimmt das mit der Leiter, ne? Gut, auf jeden Fall schnappen wir uns unser Fahrrad. Wir fahren erstmal nach Hause. Aber bevor wir das jetzt tun... Oma? Kriegen wir es noch drin? Jo, ne? Da draus. Voil. Der hat einen Nahkampfschaden so von 26 und kräftig von 52,2. Während der Vierer... Der ist an allen Punkten besser. Außer eine Ausdauer, die ist gleich. Angriff pro Minute ist auch gleich. Aber, Schaden als kräftigen Angriff. Wir werden auf jeden Fall den nehmen. Da kommt das wieder drin. Wir hauen die auf jeden Fall wieder drin. Wir hauen die drin. Und wenn wir später mal eine Feuermod finden, kommt die da auch mit rein. Auf jeden Fall. So, weg mit dem Schund. Kriegen wir zumindest ein paar Teile wieder. Ist doch schon viel, viel besser. Auf zum Fahrrad und nach Hause. Muss sein. Skillpunkte gucken wir nochmal, bevor wir losfahren. Weil ich glaube, einen haben wir. So, da kommen wir, glaube ich, aktuell auch nicht weiter, ne? Doch, kommen wir? Okay, 30% mehr Schaden, feuert 15% schneller und 20% schneller nach. Okay, dann machen wir es. Aber ich glaube, die anderen Punkte, genau, bräuchten wir Standhaftigkeit erstmal. Da möchte ich denn jetzt erstmal... das war das groß und schnell weiter skillen, damit unsere Knüppel etwas schneller zuhauen. Könnte einem doch wirklich schon den Arsch retten, wenn wir ganz ehrlich sagen. Aber 3 Punkte im Maschinengewehr ist schon nicht verkehrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt nach Hause, ihr kennt es, ich räume den ganzen Kram in die Kisten, damit wir wieder frisch starten können in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal für euren Support. Und wir hören uns natürlich in der nächsten Folge schon wieder. Was hat nicht allzu lange gedauert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.